Ab heute läuft eine neue Komödie mit Melissa McCarthy als Hauptdarstellerin in den deutschen Kinos. Und damit geht es hier jetzt um How to Party with Mom. Diana ist eine stolze Mutter und sehr aufgeregt, als ihre Tochter Maddie endlich auf die Uni geht, und so entlässt sie ihr einziges Kind nur ungern aus dem Nest. Aber da ist ja immerhin noch ihr Ehemann Dan und der vierwöchige Italienurlaub, der bevorsteht. Doch als Dan ihr seine Scheidungsabsichten offenbart, bricht für Diana eine Welt zusammen. Es dauert nicht lange, bis sie entschließt, nachzuholen, was in ihrem Leben aufgrund von Aufopferung auf der Strecke geblieben ist, und so schreibt sich Diana wieder an der Uni ein und studiert fortan an der Seite ihrer Tochter. Schnell bekommt Diana den coolen Spitznamen D-Rock, und eine turbulente Zeit voller verloren gegangener Gefühle, aber auch Konflikte steht an. Die Typen haben dich gerade abgecheckt. Liegt wahrscheinlich bloß an meinem Hängerchen, das funkelt so schön. Mom, du bist jetzt ein College-Girl, du brauchst ein paar Veränderungen. Nein, wir wissen nicht, wo die schon war. Oh Gott, die ist voller Haare. Komm, lass mich da ran. Nein! Oh Gott, nein! Wie alt bist du, 20? Okay, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin 21. Okay. Deine Mom ist der Hammer. Du hattest Sex in der Bibliothek? Frank! Nein, erzähl's nicht, Frank. Ich hatte gerade Sex an einem öffentlichen Ort. Wo? Zwischen Regalen. How to Party with Mom geht 105 Minuten, ist seit 12 Jahren freigegeben und startet ab heute, dem 5. Juli 2018, in den deutschen Kinos. Eine Komödie mit Melissa McCarthy, und ich bin nicht ganz großer Fan von ihr, weil oft die Gags in Filmen mit ihr als Hauptdarstellerin zu drüber sind oder mal zu vulgär, und auch beides findet sich hier wieder. Aber ich muss grundsätzlich sagen, dass obwohl How to Party with Mom für mich überhaupt nicht funktioniert hat als Komödie, es nicht an Melissa McCarthy liegt, weil sie eigentlich versucht, gegen diesen lahmen, vorhersehbaren, teilweise anstrengenden Plot, der hingeneriert ist und so vor Klischees auch nur strotzt, irgendwie dagegen anzuspielen, und es auch wirklich schafft, 2, 3 wirklich schöne menschliche Momente einzustreuen, wo ich immer wieder dachte bei How to Party with Mom, okay, kriegt der Film vielleicht noch eine Kurve, wird da vielleicht noch okay, vielleicht sogar sehenswert, aber nein, man sollte dann trotzdem absolut nicht überrascht werden, was sehr, sehr schade ist, weil es liegt nicht an ihr, es ist einfach ein ziemlich langweilig geschriebenes Drehbuch, eine Geschichte, die es so schon sehr, sehr oft gab, aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Da reden wir kurz über den Cast. Melissa McCarthy als Diana. Tja, wie gesagt, ich bin nicht ganz großer Fan von ihr, weil es eben alles oft ein bisschen drüber ist, aber sie hat ein paar schöne herzliche Momente, wenn es darum geht, als Mutter zu zeigen, wie sie ihre Tochter liebt, wenn es darum geht, zu zeigen, einfach mal die Ängste und Sorgen und was man im Leben hat für andere geopfert, endlich nachzuholen, Spaß zu haben, sich einfach auch entgegen aller Klischees, ob man zu alt ist für die Uni, ob man vielleicht zu übergewichtig ist, alles, was da aufeinander trifft, cool drüber zu stehen, ohne dabei gewollt cool zu sein, sondern ganz klar mit dem Leben und der Erfahrung zu argumentieren und auch vielleicht sich zu entdecken, wenn es darum geht, mal wieder auch geliebt zu werden, vielleicht auch attraktiv gefunden zu werden. Ich muss sagen, das sind viele Themen, wo ich sage, okay, das mochte ich, dass dieser Film es so aufgreift. Ringsherum haben wir eben all das Konfliktpotenzial, beziehungsweise die Figuren, die den Plot vorantreiben, alle immer überzeichnet. Sei es im Ensemble die Tochter, die natürlich einen Reibungspunkt gibt, weil sie jetzt mit der Mutter zusammen zur Uni geht und das irgendwie peinlich und schwierig ist. Vielleicht könnte man darauf aber auch stolz sein, ob der Film die Richtung geht. Da kann man dann selber im Kino anschauen. Dann gibt es die Freunde, die so ein wenig eben die neuen Jüngeren sind, die einem das hippe Gefühl geben. Dann gibt es aber auch die bösen Studentinnen und Studenten, die sich lustig machen. Die braucht man natürlich als Hälfte der Antagonisten. Es gibt aber auch den fiesen Mann-Ex-Mann, der quasi seine Frau upgraden will, und damit gibt sich so eine Doppelantagonistenschiene aus den neuen Unigemeinen Studenten und eben dem Ex-Mann, die man hier zusammenbaut, und eben den neuen möglichen Erfahrungen und Chancen und Figuren, die eben dieses vertreten, weil sie vielleicht eben auch sehr frischer Natur sind. Sind das alles so Elemente, wo man das Gefühl hat, wenn man den Film schaut, man streut es so ein bisschen zusammen und am Ende bekommt man so einen Plot, der funktioniert irgendwie, so einen roten Faden sich entlanghangeln. Kann man machen, ist dann aber sehr durchschnittlich, und das merkt man bei der Figurenauswahl, alle ziemlich austauschbar. Gut, kommen wir zum Technischen. Die Kameraarbeit ist auf bunt und flippig gemacht, relativ erwartbar dafür, dass es eben so eine Komödie dieser Art ist. Dieser Trailer-Look wird beibehalten, nicht besonders originell, aber es ist okay. Das Szenenbild wechselt zwischen dem Haus, in dem Diana lebt, und später geht es Richtung Uni und Wohnheim, sodass man die ganze Zeit so ein wenig dieses Campus-Feeling und Vorstadt-Feeling kombiniert. Die Musik sind oft bekannte Songs, die die Stimmung untermalen sollen, manchmal hier und da an den Partysequenzen zu aufgedreht, und Kostüm und Make-up ist entweder locker, lässig, Studenten ein bisschen alternativ und entspannt oder oft besonders schön gemacht, wenn es darum geht, sich nur äußerlich zu klein oder eben, wenn man einfach mit 40erin ist und auf einmal an der Uni studiert, so zusammengeschlossen, dass man einfach nicht zu den anderen passt, soll bedeuten, hier wird Kostüm verwendet, um die Figuren besonders gezielt zu unterstreichen, was für mein Gefühl immer ein bisschen zu viel im Geschmack ist, was man darunter packt, das sollte man eher durch das Spiel erwarten können. Effekte gibt es ansonsten keine, die wir großartig bei How to Party with Mom Original Life of the Party jetzt erwähnen müssten. Fragt man mich kurz um, was mag ich an diesem Film? Ich finde es gut, dass Melissa McCarthy sich hier bemüht. Der Film hat 2, 3 herzliche Momente, wo ich wirklich dachte, er fängt sich noch.
und die letzten 30 Minuten sind definitiv stärker als die ersten 72 oder 75. Was fand ich vielleicht nicht so gut? Der Humor ist ziemlich flach und unnötig flach leider in vielen Momenten, weil er eben die herzlichen Momente hat, dann immer wieder vulgär. Wenn man dann irgendwann seine Vagugel hat und über Vagina-Google spricht, dann ist das irgendwie, ich weiß nicht, ob wirklich jemand lacht. Ich habe das Gefühl, bei Pressevorführungen lachen dann immer so die Herren, die 50 und älter sind. Ansonsten findet sich dann keiner, der wirklich mal schmunzelt. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich diesen Humor auf Dauer finden soll. Der Film ist leider extrem vorhersehbar. Ich fand ihn leider gar nicht lustig. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich nicht ein einziges Mal geschmunzelt habe und eben auf das Echte gewartet habe und vergeblich darauf gewartet habe. Und das macht ihn am Ende zu einem recht langweiligen und doch viel zu lang geratenen Film. Das schlägt sich in der Wertung nieder. 3,5 von 10 möglichen Punkten leider nur als Komödie für How to Party with Mom. Insgesamt finde ich ihn einen Ticken besser, nämlich 4 von 10 möglichen Punkten aufgrund eben dieser kleinen Lichtblicke, aber 4 von 10 möglichen Punkten, 40%, das ist, glaube ich, was ist denn das eigentlich, eine 5+, wenn man es nach Schulnoten bewertet. Und so hat sich es eben doch angefühlt und man vergisst einen solchen Film auch wahnsinnig schnell. Und ich hatte von How to Party with Mom jetzt, als ich reingegangen bin, gar nicht mal so wahnsinnig viel erwartet und trotzdem hat er mich dann nochmal ein bisschen auf den Boden der Realität zurückgeholt und enttäuscht. Und dann bin ich am Ende meiner Review zu How to Party with Mom. Ab heute, dem 5. Juli, startet er in den deutschen Kinos und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.